Aber wir kämpfen hier unten. Stahlschwert. Das ist euer Ende. Ja, das ist, glaube ich, eher dein Ende, so wie ich das sehe. Okay, der Hund hat sich's wohl anders überlegt. Oh, Bier. Bier, Bier, Bier. Bett, Bett, Bett. Den Hund machen wir noch und dann heilen wir uns erstmal. Sicher ist sicher. Stirb. Ja, ich muss meinem Ziel nah sein. In der Tat. Ach, und hier komme ich wieder nicht an die Überreste. Das ist doch unfair. Den haben wir soweit ausgenommen. Ich würde sagen, wir schlafen einfach ein bisschen. Und speichern dringend zwischen. 17 Stunden einfach, damit wir es hell haben. Und bis dahin ist auch definitiv unser Leben wieder voll. So, Zwischenspeichern. Ganz, ganz wichtig. Dann wollen wir mal. Die Frage ist, können... Was zum Teufel? Wer kämpft gegen wen? Okay, du bist definitiv auch Mutant, also... Oha, was bist du denn? Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich... Hallo, lauf! Oha! Ich muss sie trennen. Gegen alle auf einmal habe ich keine Chance. Gut, die zwei bekomme ich, denke ich, hin. Schneller Kampfstil. Feuer mögen sie offensichtlich nicht. Okay. Wenn man sie trennt, voneinander geht's. Ich will eure Mutantensachen haben. Ich kann die alle nicht ausräumen. Ich habe doch hier noch so einen Trank gehabt. Den hier. Ja, steck dein Schwert erst weg, bevor du den Trank nimmst. Ist in Ordnung. Und dann müssen wir nämlich wieder hoch. Weiter geht's. Stück für Stück. Okay. Ich habe deine Kiste gesehen. Aha, aha. Ja gut, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Habe ich irgendwas Sinnvolles dabei, was wir jetzt mal gerade nehmen könnten? Unbekanntes Öl. Gönne ich mir. Ja, ich glaube, hier wird es jetzt schon schwieriger. Versuche sie wieder so ein bisschen zu trennen. Ich glaube, gegen den Großen sollte ich dann den starken Kampfstil... Echt jetzt? Gegen den Großen sollte ich dann, denke ich, den starken Kampfstil wählen. Gegen die Kleinen den schnellen. Habe ich jetzt so die Vermutung. Silberschwert. Starker Kampfstil. Ich will sie trotzdem voneinander trennen. Muss ja nicht sein.
Okay, es kommen mindestens zwei Stück mit. Okay, es kommt nur der Große. Das könnten wir hinbekommen. Aber warum kann ich die nicht mehr auseinandernehmen? Das finde ich schon ein bisschen schade. Aber mit dem voneinander trennen und Stück für Stück kommen wir ganz gut zurecht. Noch ein kleiner und ein großer. Okay, es kommt bloß der Kleine. Da werden wir den schnellen Kampfstil brauchen. Ja, kein Problem. Schaffen wir. Keiner ist so sehr mutant wie ich. Warum hat er seinen Arm noch bewegt? Der war schon tot. So, jetzt ist nur noch der Große da. Das heißt, wir brauchen den starken Kampfstil. Kriegen wir hin. Ach, der Sigi. Und einer von diesen Maskierten ist auch noch da. Da brauchen wir aber wieder den Schnellen. Boah, wie schnell der ist. Aber was zum Teufel macht der Sigi hier? Verstehe ich nicht. Sind das denn? Mutanten. Die sind das Ergebnis genetischer Experimente der Salamandra. Ich kam so schnell ich konnte. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Ja, durchaus. Hexer. Ja. Wie ist die Situation in Vizima? Der Aufstand muss noch niedergeschlagen werden. Aber der Großmeister formiert seine Armeen für den entscheidenden Schlag neu. Der König zögert die Auflösung des Ordens hinaus. Wenn wir die Anderlinge bezwingen, wird er sicher mit der Politik des Großmeisters zufrieden sein. Aber unter euch sind Verräter. Also Wort gehalten. Der Großmeister hält immer Wort. Ich meinte Volltest. Und? Vergesst es, Siegfried. Ich habe nur laut gedacht. Wo geht er jetzt hin? Hexer! Das alte Herrenhaus ist das Hauptquartier der Salamandra. Das Eingangstor nützt uns nichts, aber ich kenne einen anderen Weg. Ein alter Brunnen führt direkt in die Höhle hinab. Geht voran. Ich laufe dem einfach hinterher. Hier. Ich hab aber, ich hab nirgendwo einen Brunnen gesehen. Oder meint er, bitte sag mir, dass er nicht diesen Brunnen meint. Oh, er meint ihn nicht. Glück gehabt. Er läuft wie so ein Gorilla. Ach, hier hinten geht's weiter. Oh oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Aber das kriegen wir hin. Die sind zwar würdige Gegner, aber haben doch keine Chance gegen uns. Hoffe ich. Diese Bestien.
Oh, toll. Ich werde schon wieder von zwei Seiten angegriffen. Das ist doch unfair. So, schneller Kampfstil. Siegfried hat halt mit seinem Stahlschwert wenig Chance. Er bräuchte ein Silberschwert. Aber sauber erledigt. Verdammt, da sind noch mehr. Wenn ihr in der Höhle seid, geht geradeaus, bis ihr einen schmalen Durchgang findet. Kommt ihr nicht mit mir? Zwängt euch hindurch in die Katakomben des alten Herrenhauses. Danach seid ihr auf euch gestellt. Was ja, ist nett. Euch? Vielen Dank. Wir warten hier. Bis später. Wir? Er war alleine. Warum wir? Verstehe ich nicht. Oh. Oh. Ich hätte mich vorher jetzt gerne nochmal geheilt. Habe ich irgendwas dabei? Schneesturm will ich eigentlich nicht nehmen. Auf jeden Fall könnte ich mal was essen. So ein Schinkenbrot. Wir müssen erst wieder regenerieren. Alles andere macht keinen Sinn. Und da müssten wir die da unten alle besiegen. Und ich habe die Befürchtung, dass es recht dunkel wird. Ich habe aber keine Katze mehr. Ich kann höchstens hier Optionen. Vielleicht kriegen wir für euch mal noch so ein bisschen heller. Achso, nee. Weiterspielen. Jetzt ist ein bisschen heller. Ich will erst den Meuchler-Mutant töten. So, dann den Hund. Das funktioniert ganz gut mit dem starken Kampfstil. Und da sind noch mindestens ein Meuchler-Mutant, ein Mutanten-Hund und einer von den Schnellen. Aha, aha. Aber nichts, was mir jetzt groß was bringt, um mich zu regenerieren, weil ich bin fast tot. Ich würde gerne schauen, dass wir die umbringen. Und dann erstmal uns wieder ein bisschen aufheilen. Ihr fordert die Salamandra heraus. Hallo. Stahlschwert. Wir müssen sie halt wieder voneinander trennen, dann klappt's. Nur einer von euch. Nur. Stahlschwert. Beziehungsweise Eisenschwert. Ach, Silberschwert. So war's. So, und jetzt haben wir da nur noch diesen Meuchler. Schneller Kampfstil, dann kriegen wir das auch hin. Der kann ganz ordentlich einstecken, du. Bisschen Zeit gewinnen. Stirb bitte. So. Dann können wir nämlich hier schlafen und uns aufheilen. Das wäre ganz schön. Ich schlafe einfach wieder so knapp 24 Stunden. Easy.
Dann zwischenspeichern. Also zwischenspeichern ist definitiv unser bester Freund. Und ich schau mal kurz, vielleicht kann ich sogar zufälligerweise eine Katze herstellen. Oder sonst irgendwelche hübschen Tränke. Katze geht, Schwalbe geht immer noch nicht. Der Waldkauz wäre nicht verkehrt. Weißer Honig. Okay, den will ich nicht. Katze. Und der Waldkauz. Blöd nur, dass jetzt die Tränke auf dem Boden liegen. So wie ich das verstanden habe. Ja. Dann nehmen wir mal die Katze ein. Wo ist sie? Das ist sie nicht. Hier haben wir die Katze. Dann sehen wir schon mal besser. Und den Waldkauz nehmen wir auch ein. Dann können wir hier mehr mit Feuer spielen. Ich möchte mich trotzdem auch umschauen. Vielleicht gibt es ja was Spannendes. Okay, hier geht's offensichtlich nicht durch. Die Pilze lasse ich jetzt mal Pilze sein. Hier haben wir eine Tür. In eine Gruft. Ach, der schon wieder. Och nein. Was will der jetzt mit der Killerkrabbe? Ryla hat euch immer bewundert. Schade, ihr wärt vielleicht ein schönes Paar geworden. Nee, du, danke. Diese Farce ist zu Ende. Wie ihr wollt. Seht meinen Kostschei, der perfekte Killer. Was? Was zum Teufel? Okay. Da ist mir Witcher abgeschmiert und ja, blöd. So, da bin ich zurück. Ist jetzt natürlich ärgerlich, dass das Spiel abschmiert so kurz vor dem Aufnahmeschluss. Das heißt, ich werde jetzt noch knapp 5 Minuten hier rumgeistern und das war's. Wir schauen uns das Viech nochmal an, in der Hoffnung, dass The Witcher nicht wieder abschmiert. Das wäre wirklich ärgerlich. Und schauen dann, ob wir das vielleicht hinbekommen. Gespräch klicke ich jetzt wieder weg, weil wir es ja schon kennen, um auch Zeit zu sparen. Ich kann den Penner einfach nicht leiden. Okay, ich bin wieder gelähmt. Ich glaube, das mit dem Feuer wäre hier wieder ganz praktisch. Außerdem bestimmt auch der starke Kampfstil. Das Viech ist wirklich stark. Und das lähmt mich immer wieder. Okay, ich bin hier drin eingesperrt. Schnell laufen ist auch nicht. Das ist doch einfach ätzend. Ich laufe jetzt einfach hier so gut im Kreis, wie ich kann. Und zünd das Viech immer wieder mal an. Lass mich in Ruhe. Bitte. Ich bin viel zu jung, um zu sterben. Also wirklich viel zu jung. Ich laufe einfach im Kreis, bis es verbrannt ist. Ich denke, das wird leider unsere einzige Chance sein. Im Nahkampf
sehe ich uns da eher nicht. Und unsere Ausdauer regeneriert leider doch recht langsam. Ah, Mist, gelähmt. Würdest du bitte ein bisschen schneller laufen, Geralt? Was ist denn los mit dir? Ich will nicht sterben. Das Viech ist wirklich stark. Und es kann halt auch extrem gut einstecken. Ich zünde sie an und in der Zeit lähmt es mich. Gut, wir werden jetzt vermutlich sterben. Ja. Und das war's dann mit der Aufnahme. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ja, in der nächsten Aufnahme werden wir das hier irgendwie hinkriegen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Und ciao.